Nachdem das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde, sendete Moschee 12 Kundschafter aus, um das verheißene Land Kanaan zu erkunden. Ihre Mission war es, die Stärke der Bewohner und die Fruchtbarkeit des Landes zu beurteilen. Nach 40 Tagen kehrten die Kundschafter zurück und brachten eine geteilte Botschaft mit. 10 von ihnen waren überzeugt, dass die Bewohner Kanaans zu mächtig seien, um besiegt zu werden. Während nur 2, Jeschua und Kaleb, an den Erfolg glaubten. Diese pessimistische Einschätzung versetzte das Volk Israel in Panik. Die Angst, die übermächtigen Kanaaniter nicht bezwingen zu können, ließ sie nach Mizraim zurückkehren wollen. Zurück in die Sklaverei. Inmitten dieser Aufruhr wandte sich Moschee an Gott und betete ihn ständig. Erinnerte ihn an seine 13 göttlichen Eigenschaften, die seine Wege offenbaren. Barmherzigkeit, Gnade, Geduld und Vergebung. Doch interessanterweise ließ Moschee in seinem Gebet die Eigenschaft Emet, also Wahrheit, aus. Das könnte darauf hinweisen, dass das Volk noch nicht bereit war für die harte Realität der Wahrheit und stattdessen mehr Zeit in der Geduld und Entwicklung benötigte. Moschee wusste, dass das Volk noch nicht bereit war für die Herausforderung, das gelobte Land zu betreten. Sie brauchten Zeit, um zu wachsen und sich vorzubereiten. Deshalb beschloss Gott, sie 40 Jahre in der Wüste umherwandern zu lassen. Eine Phase des Lernens und der Reife, die weniger als Strafe, sondern vielmehr als notwendige Entwicklung zu verstehen ist. Diese Geschichte lehrt uns 2 zentrale Lektionen. Erstens, dass wir in Momenten der Wahrheit mutig und entschlossen handeln müssen. Und zweitens, dass es Zeiten gibt, in denen Geduld notwendig ist, um zu wachsen und zu reifen. Die göttlichen Eigenschaften von Geduld und Wahrheit begleiten uns durch das Leben. Sie helfen uns zu erkennen, wann wir geduldig sein und wann wir entschlossen handeln sollten. Diese Balance ist entscheidend, um unsere eigenen Wege zu finden und zu verstehen, dass alles seine Zeit hat. Aber wie erkennen wir, wann Geduld und wann Entschlossenheit gefragt ist? Es beginnt mit Selbstreflexion, einem klaren Verständnis unserer Ziele und Werte, vereint natürlich mit den Lehren der Tora. In Situationen, die langfristiges Wachstum und persönliche Entwicklung erfordern, ist Geduld gefragt. Nehmen wir uns die Zeit, um zu lernen und zu wachsen, wie die Israeliten in der Wüste. Doch in Momenten, die schnelles Handeln und klare Entscheidungen verlangen, wie bei den Kundschaftern, die das Land Kanaan erkundeten, sind Mut und Entschlossenheit gefragt. Es gibt keine schlechten Entscheidungen. Das einzige Schlechte ist, sich überhaupt nicht zu entscheiden. Wenn wir das nächste Mal vor einer großen Entscheidung stehen, denken wir an die Geschichte von Shlach Lecha. Nutzen wir die Zeit der Geduld, um zu wachsen, und seien wir mutig in der Stunde der Wahrheit. Shabbat Shalom.